Vielleicht noch ein Tipp, weil ich gefragt wurde, wie ich denn diese Halbton-Ganzton-Tonleitern, wie ich die merke. Ich merke sie mir über die Intervallstruktur. Ich finde es viel besser als dieses Halbton-Ganzton-Halbton-Ganzton, sondern einfach über den Aufbau. Also was hat denn so eine Halbton-Ganzton-Tonleiter? Sie hat den Grundton, sie besteht aus der Terz, aus der Quinte und aus der kleinen Septime. Und die fülle ich dann eben mit diesen Farben auf, die so interessant sind. Vielleicht spielt sie zuerst Grundton, Terz, Quinte und Septima. Beim nächsten Mal spielt er einfach die kleine None noch hin. Nehmt ihr die kleine no None noch hinzu? Also zuerst einmal die Akkordtöne. So, beim nächsten Durchgang, wie gesagt, spielt ihr C und dann geht ihr zum Cis. Jetzt beim nächsten Durchgang wäre dann das Dis, also die übermäßige None, würde dann noch dazukommen. Und dann beim letzten Durchgang bzw. vorletzten Durchgang wäre es dann noch die übermäßige Quarte, also das Fis. Und beim letzten Durchgang dann eben noch die 13, also die sechste, nämlich das A. Genau, und so würde ich mir dann Tonleiter für Tonleiter vornehmen und nach eben genau das rauskitzeln, die Farben, die es da gibt. So wie es eigentlich auch auf meiner Homepage steht. Also ich habe die Struktur der Tonleiter dort nochmal aufgeschrieben und so könnt ihr euch da Note für Note herausschreiben und lernen. Und das macht auf jeden Fall Sinn, denn dann könnt ihr euch viel besser in der Tonleiter zurechtfinden als dieses Halbton, Ganzton, Halbton, Ganzton. Viel Spaß!